Hallo YouTube, hier ist er nochmal, der Sven, euer Küchenmagier. Und zwar wollte ich euch mal zeigen heute für ein ganz besonderes Getränk, und zwar Absinth. Wie man den richtig zubereitet, vielmehr nicht zubereitet, sondern trinkt und was man dafür alles braucht. Und das ist ja, wenn man so will, ein kleines Feuerritual. Also, ihr braucht Eiswasser, Gläser. Hier habe ich das schon vorbereitet. Da sind schon die Absinthlöffel drauf mit dem Zucker, den ihr auch braucht. Und das da auch. Ja, und das mal zum kurzen Ablauf. Man nimmt natürlich den Absinth, den ihr natürlich braucht noch, und gießt ihn dann über die Zuckerwürfel und zündet die dann an. Aber das zeige ich euch dann noch. Falls ihr mal nicht wie wir jetzt hier so eine kleine Flasche habt, sondern etwas Größeres, an Absinthflaschen, gibt es ja auch in größeren Gebinden. Dann könnt ihr euch auch so ein Teil besorgen. Und zwar bekommt ihr das in jeder guten, sag ich mal, Whiskyladen, Weinladen. Damit wird immer probiert. Da wird das reingegossen, sammelt sich dann in dieser kleinen Kugel hier. Und dann könnt ihr es besser ausgießen. Da vorne, wo der kleine Tropfen drüber ist, jeder Tropfen, der da drauf ist, zieht ihr dann ab. Und könnt ihr dann auch perfekt über den Zucker machen. Falls ihr mal, wie gesagt, mit größeren Flaschen haben wollt. Ja, dann würde ich sagen, geht das jetzt mal los, ne? So, wir nehmen natürlich den Absinth und machen den langsam über den Zucker. Der muss schön, nimmt nicht zu viel. Da ist er. Und das gleiche ist drüben nochmal. Ach ja, eins vergaß ich noch am Anfang zu sagen. Ihr braucht natürlich noch Streichhölzer. Ihr müsst den Absinth ja natürlich entzünden. Der Zucker saugt sich schön voll. Und jetzt wird er angezündet. Ich hoffe, man kann das ein wenig erkennen. Ja, doch, ich denke. Jetzt verbrennt der Absinth so ganz langsam an dem Zucker. Der Zucker ist voll am Brodeln. Das ist das angesprochene kleine Feuerritual. Durch das Brennen wird auch die Stärke aus dem Absinth genommen. Nicht die Stärke, Blödsinn. Vergesst, was ich gesagt habe, streichen das. Der Zucker verbrennt ja den Alkohol im Absinth so rum, dass er nicht mehr ganz so stark ist. So rum. Das dauert jetzt noch einen kleinen Moment. Der Zucker verbrennt natürlich nur den Alkoholgehalt im Absinth. So, mehr ist das richtig. So, wenn das dann ausgegangen ist, und bitte passt auf, dass es richtig aufgegangen ist, nehmt ihr den Zucker und macht ihn mit in den Absinth rein. Und dann füllt ihr das Ganze mit Eiswasser auf. Wer mag, kann jetzt noch einmal umrühren. Ja, und da kann ich eigentlich nur noch sagen, wohl bekommt's. Und vergesst den mittleren Teil, den ich gesagt habe, es war natürlich Blödsinn.
Der Zucker verbrennt natürlich, Ja, das ist, wenn beziehungsweise man schon drei Absinth. davon weg hat. Genau, das war ja nicht der erste gewesen und daher war das etwas Blödsinn. Ja, ansonsten zu weit zur Herstellung und jetzt würde ich sagen, zum Wohl.